Willkommen zurück hier bei Sven Denkt. Leute, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Bevor ich hier zu weiterem Multidilettantismus im besten Deutschland aller Zeiten komme, noch 2334 Sendehinweise nachher auf dem Kanal Sven K. Neues vom besten Deutschland aller Zeiten. Kommt auch nochmal grün. Tja, warum ist das so? Warum berichte ich so viel vom Grünling? Die Antwort liegt doch offen auf der Hand. So, zweite Sache, der Podcast, Rauchzeichen, Ex-Polizist spricht Klartext. Die zweite Episode ist gestern erschienen, heute kommt Nummer 3. Seid gespannt, ich knall's euch in die Beschreibung. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, denkt daran, Sven Denkt Shop, ein sicheres, Sicherheit am Limit. Dieses Buch habe ich geschrieben, es ist kein Plagiat, nichts gefälscht, ja nicht. So, kommen wir zu den Grünen. Berlins Verkehrssenatorin hat sich wieder ein Ding geleistet. Frau Giffey, die Doktortitelfälscherin, hat ja gesagt, naja, die anderen Bundesländer sind neidisch auf Berlin. Neidisch auf Berlin. Also so ein bisschen neidisch bin ich ja auf Frau Giffey, dass sie es geschafft hat mit einem gefälschten Doktortitel. Das ist Urkundenfälschung, Leute. Das ist eine Straftat. Dass sie es geschafft hat, Bürgermeisterin der Hauptstadt zu werden. Daran sieht man doch diese Korruption, diese Vetternwirtschaft, diese Verstrickung. Ja? Man steht halt über dem Gesetz, nicht wahr? Und ja, wenn wir einmal bei Versagern sind, dann schauen wir uns mal an, was jetzt in Berlin los ist. Die Grüne Bettina Jarasch, Berlins Verkehrssenatorin, hat eine neue Idee, sodass die letzten überbleibenden Autofahrer in dieser Stadt noch mehr drangsaliert werden. Sie hat eine Idee, sie wollen ja die Grünen, die Städte autofrei machen. Autofrei. Jetzt hat die Jarasch eine Idee. Ich zeige euch mal das Bild. Radler sollen so parken. Also sie sollen komplett diesen Parkplatz hier, naja, blockieren, sagt man. Dreimal dürft ihr raten, was mit diesen Fahrrädern passiert. Und die Leute haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Hier ist eine Caesar D43 aus Kreuzberg. Es gibt ja jetzt schon keine Parkplätze. Wenn in einer großen Parklücke ein Fahrrad steht, werden die Leute es wegpacken. Richtig. Joe Way aus Kreuzberg. Das ist eine nicht so gute Idee. Es gibt nicht genügend Parkplätze. Ich werde das Angebot nicht nutzen. Es gibt genügend Plätze, wo ich mein Fahrrad abstellen kann. Joe, super Daumen, führt dich nach oben. Er ist ein Fahrradfahrer in Berlin. So, jetzt geht's schon so langsam los. Gibt ja auch andere Meinungen. Victoria Bay aus Kreuzberg. Es gibt hier viel zu wenige Fahrradstellplätze. Ich finde, Fahrradfahrer sollten mehr Raum auf der Straße bekommen. Gut, kann man drüber sprechen. Für teure Fahrräder ist das aber keine Lösung. Die können auf Parkplätzen nicht richtig angekettet werden. Warte mal, Victoria. Ich zeig nochmal das Bild, wie sich die Jarasch das denkt. Es ist scheißegal, ob das irgendwo auf dem Fußweg steht, an der Ecke, an der Lampe, irgendwo, wo Platz ist. Und es ist genug Platz. Oder hier. Wo kettest du das Fahrrad dann hier an? Am Gullideckel da unten oder was? Aber schickste kriegst du das Land der Multidilettanten. Und hier ist Philipp Q. aus Berlin. Banco. Aha, ja. Ich finde die Idee gut, weil es immer noch wenige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt. Junge, ach, das ist dein Fahrrad, Philipp. Junge. Daran merkt man doch schon. Naja, die Vollverblödung, nenne ich es mal. Leute, lasst euch das mal hier auf der Zunge zergehen. Zieht's euch rein. Habt erstmal einen schönen Sonntag. Shop schauen. Podcast schauen.
Partnerkanal schauen. Und schon ist der Sonntag auch um. Bis deine Antenne.